So, Viking Boxing. Viking Cup. Nummer 6. Nixminov in Rot und in Blau. Leandro das Neves. Der sich vorhin mit einem Aufwärmprogramm warm machen musste, bei dem ich schon nach 5 Minuten hätte alle Flügel von mir gestreckt. Das nur nebenbei, das heißt die Jugend mit 17 und 18 Jahren hier im Ring, topfit. Austrainiert, Ausdauerfähigkeit und Power dahinter. Oh, schnelle Fäuste. Die linke von Leandro. Auch er fühlt sich sicher, er hält die linke ziemlich weit unten. Achtet da nicht auf die Deckung, die rechte oben, aber die linke ziemlich weit unten. Auch hier zu sehen, die hängt mehr am Oberschenkel, als den Kopf zu beschützen. Hat aber gute Kopfbewegung, dementsprechend macht er seinem Gegner Nixminov ziemlich schwer, bis jetzt. Okay, wir sehen das Distanzgefühl von Nick noch nicht auf 100%. Das ab- und einzuschätzen gelingt Leandro in dieser ersten Runde besser. Die Geschwindigkeit wird erhöht, die eh schon hoch ist. Hier bis 70 oder 71 Kilogramm. Puh. Man merkt die Dominanz von Leandro. Hat aber am Ende, am letzten Drittel dieses Kampfes, doch einiges auch von Nixminov verspüren müssen und hat dann nochmal aufgedreht die letzten 10 Sekunden. Das ist interessant. Mal gucken, was uns da Runde 2 bringen wird. Nächsten 3 Minuten und wieder sehr schnell, ja. Halten und ziehen, das möchte kein Referee sehen. Sehr schnell die Ermahnungen, die von den Referees ausgesprochen werden. Das merkt man, die möchten sofort unterbinden, dass es hier unsauber zum Werk geht. Dabei habe ich jetzt ganz vergessen, die Rechte von Leandro zu erwähnen. Die gut platziert an den Kopf von Nick abgefeuert wurde. Ja, aber Nick hat keine Hemmungen, der geht hier nach vorn. Fühlt sich durch die Aktion sogar angestochen, möchte ja mehr erreichen. Und das zeigt er auch.
Schöner Schlaghagel. Angeführt von der Führhand, Schlaghand, rechts, links, Kombination. Direkt und gerade geschlagen von Nick. Und da kommt er einigermaßen zu seinen Punkten, auch wenn die Antwort von Leandro mit der rechten nicht lange auf sich warten lässt. Da war das Klopfzeichen in den letzten 10 Sekunden. Und Runde Nummer 2. Offiziell beendet. Warten wir ab. Dritte Runde kann nur noch spannender werden. Auch hier die Punktevergabe. Nicht einfach Runde 1. Definitiv für Leandro. Runde Nummer 2 mit leichten Akzenten für Nick. Das kann nur ein Feuerwerk für uns Zuschauer werden. So, offizielle Seconds Out bedeutet, die Betreuer verlassen den Ring und darauf wartet der Referee natürlich. Und erst dann gibt er die Runde frei. Das ist vorbildlich. Und jetzt versucht Leandro wieder Schnelligkeit ins Spiel zu bringen. Oh, knallhart. Schön rechts gerade rangezogen. Hier verliert das Gleichgewicht. Kurze Kontrolle. Aber die Rechte hat von Nick auch definitiv gesessen. Steife Führhand. Motiviert. Da kam wie angezeigt der Unterarm, fast der Ellbogen mit ins Spiel. Schön. Beide wissen, hier geht es um einiges mehr. Hier muss nochmal gepunktet werden. Ich habe das Gefühl, je länger dieser Kampf dauert, umso besser kommt Nick in sein Spiel. Hat gutes Verständnis gezeigt, hat sich auf seinen Gegner, der sehr schnell und gute Reflexe gezeigt hat, verdammt gut eingestellt. Die Frequenz der Schläge in Runde 2 und 3 war auch höher. Möchte ich aber nachher mal abwarten, was dann offiziell entschieden wird. Ah, da wird die Auslage gewechselt. Viel Beinarbeit. Die Frage ist, warum? Fühlt er sich sicher, punktetechnisch vorne zu sein? Oder was möchte er hier aus dem Weg gehen? Welches Risiko möchte er vermeiden? Yeah.
So. Endspurt, da ist der Mundschutz rausgefallen. Time wird nochmal genommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel auf der Uhr jetzt waren. 2 Sekunden vielleicht. Unser Produktionschef zeigt gerade an, 3 Sekunden waren es. Deswegen nochmal einen kleinen. Ich weiß gar nicht, wie viele Schläge kann man in 3 Sekunden schlagen? Das war's. Gut. Ich platziere mich mal zu den Referees und komme mit dem offiziellen Urteil gleich wieder zurück. Und der heißt durch Unanimous Decision 5:0 Richterstimmen und er kommt aus der roten Ecke.